Guten Morgen, liebe Videofreunde. Ja, wir sitzen noch hier im Tannheimer Tal auf dem schönen Campingplatz, der allerdings auch seinen stolzen Preis hat, wovon wir aber auch ausgegangen sind. Was hast du bezahlt? Alles zusammen 47,90 Euro. 47,90 Euro, davon waren 7,50 Euro, glaube ich, Sauna, also Wellnessbereich. Das finde ich jetzt nicht teuer, muss ich ehrlich sagen, das finde ich gut. Was ich teuer finde, ist der Hund. Der kostet 4 Euro am Tag. Und ja, 10 Euro pro Person kostet es. Und 14 Euro der Stellplatz. Ja, aber wie kommt die denn auf 47? Kurtaxe ohne oder was? 20 für die Leute, 34 mit Stellplatz, 7,50 Euro dabei, bist du bei 41 irgendwas, plus 4 Euro für den Hund, plus der Strom. Ach, Strom, okay, alles klar. Also Strom war auch noch extra? Ja. Aha, okay, also, naja, gut. Es ist trotzdem ein toller Platz, da gibt es nichts gegen zu sagen, und wenn man sich mal so ein paar Tage gönnen möchte, wo man sich's gut gehen lassen will, dann ist der Platz sehr empfehlenswert. Ne? Also ich finde ihn sehr schön, auch für uns mit dem Hund, direkt am Hundeweg, einwandfrei. Ich finde es gut. Ja, jetzt fahren wir gleich los Richtung Heimat. Wir machen noch eine Zwischenstation, wissen wir noch nicht wo. Dann geht's morgen nach Hause und dann gibt's auch vorläufig keine größere Wohnmobiltour mehr, ob mit ihm hier nochmal irgendwie, wissen wir sowieso nicht. Wenn, dann nochmal eine kleine. Wir wollen ja nochmal da, wo wir letztens waren, das war ja so schön da an dem Oder Neiße Mündung. Da gibt es ja noch mehr zu sehen, Görlitz etc., da wo er uns gesagt hat, nee, Guben, ne? War das Guben? Guben. Ja, und da wollen wir vielleicht uns noch was angucken. Also kleinere Touren wird es noch geben, aber größere dann nicht mehr. Nee, Winterurlaub fällt ja aus. Wahrscheinlich, den werden wir sparen. Tja. Müssen wir. Man kann nicht alles haben. Wir haben ja noch eine Ferienwohnung, die wir bereisen können. Und mal nutzen können. Die haben wir nämlich schon ewig nicht mehr genutzt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, mal gucken, was heute noch so passiert. Bis dann, ne? Ja, bis dann. Macht's mal gut. Ja. Tschüssi. Tschüssi. Another look at us and our differences. Lose that grin, it helps us fall in between. Why is it so hard when there's old scars? Take another turn with me. Think alive, yet we see.
So, liebe Videofreunde, wir stehen jetzt gerade hier in Neudrossenfeld. Und zwar hat uns gerade ein netter Herr erklärt, dass hier ein Wohnmobilstellplatz ist. Den haben wir vorhin gar nicht gefunden. Und da sind wir mal jetzt hierher gefahren über diesen etwas holprigen Weg durchs Feld. Ja, und hier ist ein richtig offizieller Stellplatz mit Strom. Da, ich lauf mal hin. So weit wird man das gar nicht sehen. Lauf mal schnell hin. So, hier steht es auch dran. An dem Parkschild. Dass hier ein Stellplatz ist und hier ist Strom. Und hier ist auch noch mal eine Säule. Hier hat es auch noch mal, ja, auch vier, also acht Stück. Achtmal Strom hat man hier. Und dann wirft man das hier ein. Mindestens 1 Euro sind 2 Kilowattstunden, steht hier. Und bis zu 2 Euro kann man einwerfen. Ja. Oh, richtig großer Platz hier. Also das werden wir uns merken fürs nächste Mal, weil hier gibt es auch, wenn man ein bisschen weiter runterläuft, ein sehr, sehr, sehr gutes Wirtshaus. Aber wir gehen heute in die Gaststätte Schlupp. Die haben wir gefunden über ein, ich weiß gar nicht, was Michael hat, nicht Park von Neid, sondern ich muss gleich nochmal fragen. Und da kann man ja essen und dann kostenfrei stehen. Da fahren wir jetzt hin. Aber da ist kein Strom. Schauen wir mal. So, mein Mann macht heute die Ansagen. Völlig neu. Frauchen ist noch nicht so ganz vorzeigefähig. Das ist nicht neu. Ja, kurzer Übernachtungsbericht hier von Neudrossenfeld. Wir haben uns entschieden, gestern Abend nicht in der Gaststätte zu übernachten, also da auf dem Parkplatz, sondern sind hier zu dem Stellplatz gefahren. Alle, weil es hier einen Stromplatz oder Stromanschlüsse gibt. Sonst nichts, also keine Fähr- oder Entsorgung, aber Strom gibt's. Und man steht wunderbar, man steht sehr ruhig. Es gibt Anschlüsse für 8 Wohnmobile. Kostet 1 Euro für 2 Kilowatt, also für die Nacht völlig ausreichend. Und war ruhig und okay. Hier gibt es noch eine zweite Gaststätte, das nennt sich Bräuwerk. Das ist von hier aus fußläufig erreichbar. Das ist an der Kirche da direkt, kurz davor. Zum Schnupp ist ein bisschen weit. Ich glaube, da muss man dann schon fahren oder man hat Fahrräder dabei. Aber ansonsten war das absolut okay hier. So. Ach so, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das Essen war sehr gut gestern beim Schnupp. Und mal was anderes als das Normale, was man so kriegt. Er macht auch viel in Wild und mit Kräutern und so. Kann man empfehlen. Bräuwerk waren wir nicht. Können nur hineingehen. Dann den Rest, wie immer, von meiner Gemahlin. Nee, es gibt keinen Rest. Wir fahren jetzt nach Hause. Naja, dann fahren wir jetzt nach Hause. Bis zum nächsten Video. Genau. Tschüssi.